Hi, ich bin Sarah. Ich bin Hundeerziehungsberaterin und wenn Kunden zu mir in die Hundeschule kommen mit dem Thema Jagdverhalten, dann ist das für mich eigentlich oftmals ein Grund zur Freude, denn ich finde, wir sollten das Jagdverhalten unserer Hunde gar nicht so sehr als Last sehen, sondern vielmehr als Chance begreifen. Es ist ja so, dass viele Hunde jagen gehen, also das heißt Spuren draußen aufnehmen oder wenn sie wild sehen, dann hinterherhetzen, obwohl sie eigentlich einen gut gefüllten Magen haben, obwohl sie ausreichend Futter zu Hause bekommen. Und trotzdem gehen sie auf die Jagd. Da muss man sich ja eigentlich fragen, was steckt denn da noch mehr dahinter? Was ist denn das Bedürfnis, warum die Hunde dann da losgehen? Und wenn wir Jagdverhalten mal etwas weiter formulieren als Nahrungserwerbsverhalten, dann sind wir eigentlich gar nicht mehr so weit weg von unserer Erwerbstätigkeit, die ja im Grunde auch dazu dient, dass wir über mehrere Ecken natürlich, aber abends etwas zu essen auf dem Tisch stehen haben. Und wenn wir uns anschauen, unsere Erwerbstätigkeit, also unsere Arbeit, die macht uns in der Regel auch am meisten Spaß, wenn wir da unsere Fähigkeiten und Talente einsetzen können, wenn wir merken, dass wir etwas gut können, wenn wir etwas beitragen können, wenn wir etwas Wichtiges tun. Und das ist eben gut für unser Selbstwirksamkeitsgefühl und das macht auch selbstbewusst. Das fühlt sich einfach gut an. Und das ist auch der Grund, warum unsere Hunde trotzdem jagen gehen, auch wenn sie eigentlich schon genügend Nahrung haben. Aber bei der Jagd können sie ihre Fähigkeiten einsetzen. Sie spüren, dass sie schnell sind, dass sie geschickt sind, dass sie eine gute Nase haben, dass sie gute Ohren haben und all das. Das heißt, das ist selbstbelohnt. Das macht Spaß, wenn man merkt, dass man bestimmte Fähigkeiten hat und die einsetzen kann. Ich finde, dass Jagdverhalten einfach ein Riesenpotenzial für die Erziehung bietet, denn dabei sind so viele Dinge wichtig, die wir auch für die Erziehung und in der Beziehung brauchen, nämlich, dass man sich zurücknehmen kann. Also ein Hund, der jagt, der kann ja auch nicht einfach lospesen, dann wird er keinen Erfolg haben, sondern der muss gegebenenfalls sich abstimmen mit anderen oder der muss eine gewisse Selbstbeherrschung mitbringen, um den richtigen Moment abzupassen. Also im Jagdverhalten stecken eigentlich ganz viele Dinge, wo auch logisch nachgedacht werden muss und Dinge für rationales Denken, Selbstbeherrschung, strategisches Vorgehen und so weiter. Und das können wir eigentlich super für unsere Erziehung gebrauchen. Und ich bin dann stark dafür, dass wir das Jagdverhalten unserer Hunde ermöglichen, aber in kontrolliertem Rahmen natürlich. Das heißt, dass unsere Hunde über eine Ersatzjagd mit uns gemeinsam dieses Bedürfnis ausleben können, ihre Fähigkeiten einsetzen können und dabei ein gutes Gefühl über sich gewinnen und wir gleichzeitig das nutzen können, um Selbstbeherrschung aufzubauen, um Signale aufzubauen, um die Zusammenarbeit mit uns zu stärken und so weiter. Also es bietet ein Riesenpotenzial, was wir für die Erziehung nutzen können. Und wenn ihr Lust habt, darüber mehr zu erfahren und das mal so ein bisschen genauer zu erforschen, was denn eigentlich hinter Jagdverhalten alles dahinter steckt und wie ihr wirklich ein kleines Abenteuer jeden Tag mit eurem Hund erleben könnt, indem ihr das nutzt, dann seid ihr herzlich eingeladen zur Themenserie Jagdverhalten, Fluch oder Segen. Die besteht aus zwei Online-Themenabenden, nämlich am 3. und am 10. Juli. Beide Male ab 19 Uhr. Ich werde ungefähr für jeden Themenabend so etwa 2 Stunden planen und die Themenabende finden über Zoom statt. Das heißt, wenn ihr live dabei seid, dann bekommt ihr vorher Zugangsdaten zugeschickt und könnt euch dann einloggen und auch live Fragen stellen. Und wenn nicht dabei sein kann, nicht live dabei sein kann, der muss nicht traurig sein. Ihr könnt euch trotzdem anmelden und bekommt dann einfach die Zugangsdaten zur Aufzeichnung zugeschickt, die euch dann zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Das heißt, ihr könnt die online immer und immer wieder anschauen. Beide Themenabende zusammen, also die Themenserie, kostet 45 Euro. Wenn ihr einen Themenabend einzeln bucht, dann sind das 25 Euro pro Themenabend, wobei man wissen muss, dass der erste Themenabend Voraussetzung für den zweiten Themenabend ist, weil wir natürlich aufeinander aufbauen. Beim ersten Themenabend am 3. Juli wird es nämlich darum gehen, Jagdverhalten besser zu verstehen. Also was bedeutet Jagd für meinen Hund eigentlich? Was passiert dabei in seinem Körper? Was passiert dabei auch in seinem Kopf? Und beim zweiten Themenabend am 10. Juli werden wir uns damit auseinandersetzen, okay, wie kann ich dieses Jagdverhalten jetzt eigentlich in kontrollierte Bahnen lenken? Was bringt mir das für die Erziehung? Und wie kann das auch unsere Beziehung stärken? Ja, zu beiden Themenabenden seid ihr herzlich eingeladen. Zur Themenserie könnt ihr euch anmelden, indem ihr einfach eine E-Mail schreibt an info@kompass-hund.com. Ich freue mich, wenn ihr zahlreich dabei seid und auch eure Fragen stellt. Und ja, das Jagdverhalten eurer Hunde nicht mehr länger nur als Last begreift, sondern wirklich auch als Chance und euch freuen könnt auf ein gemeinsames Abenteuer mit euren Hunden.